Mama, was machen wir heute? Heute fahren wir nach Bispingen ins Abenteuerlabyrinth. Übrigens, die Toiletten befinden sich im Eingangsbereich. Das Verlassen des Labyrinths ist jederzeit möglich. Bitte benutzt die Fluchttüren. Um das Labyrinth erneut betreten zu können, lasst euch vor dem Verlassen an der Kasse einen Stempel geben. Finde die Infotafeln und löse unterwegs die Rätsel-Rallye. Für kleinere Kinder gibt es die Zwergen-Rallye. Gib den ausgefüllten Zettel an der Kasse ab und nimm an der monatlichen Verlosung teil. Viel Erfolg! Zu gewinnen gibt es Freikarten für das Abenteuerlabyrinth. Eine Karte pro Gewinner. Ihr findet an den Wänden den Schriftzug von Abenteuerlabyrinth in verschiedenen Farben. Im Notfall müsst ihr die Farbe des Schriftzuges an der Wand angeben. Der Grund hierfür ist, dass ihr im Notfall euren Standort möglichst genau und einfach angeben könnt. In unserem Beispiel ist der Schriftzug weiß, also befindet ihr euch im weißen Sektor. Im Labyrinth gibt es einige Parcoursstellen. Ihr könnt wählen, ob ihr den Abenteuer- oder barrierenfreien Weg geht. Vom Aussichtsturm aus könnt ihr den Parkplatz vom Labyrinth sehen. Hier befindet sich auch der Eingang. Das verrückte Haus könnt ihr ja auch besichtigen, wenn ihr in Bispingen seid. Kommt doch auch mal hierher, das Abenteuerlabyrinth ist echt toll und macht Spaß. Einen Gruselgang gibt's hier auch. Wir waren circa 1,5 Stunden im Abenteuerlabyrinth. So viel Zeit solltet ihr schon einplanen.